Herzlich willkommen zum Beanstalk. Wir sind wieder vereint. Simon, Nils, Etienne und von zu Hause zugeschaltet, Chiara. Und jetzt spielen wir In Silence. Wow, Leute, was geht ab? Der Beanstalk ist zurück, 2021, erster Beanstalk des Jahres. Kann man euch überhaupt hinter der Pappe sehen? Kaum, ne? Aber da seht ihr ein bisschen Haare vom Simon, eine wunderschöne so Mütze vom Nils. Ich will ja keine Werbung machen, aber gibt's im Rocket Beans Shop. Schön, die Bommelmütze. Ja. Die Bommelmütze kommt zurück? Ja, ich weiß, aber erstmal nur für coole Leute. Okay. Väter. Cool. Und coole haben meistens keinen Bommel. Dafür die Trennfarbe blau. Soll ich es noch deutlicher machen? Ich weiß nicht, ich glaube, ich noch nicht angekommen. Mehr. Wir zocken heute In Silence. Chiara, hörst du uns eigentlich schon? Leider. Ja, ich höre euch. Chiara ja, ist zu Hause. Ich glaube, das war eine HSV-Anspielung, oder? HSV forever. Nein. Du darfst die drei Buchstaben nicht einfach so im öffentlichen Raum benutzen, wenn Nils in der Nähe ist, Chiara. Das triggert direkt okay, was. Okay, sorry. Ey, ich bin da nicht drin. Vielleicht ich nachher zur Ablenkung. Was? Was soll ich mit mir in der Kurve noch? Wenn Nils das Monster ist, vielleicht zur Ablenkung mal benutzen. Sehr gutes Stichwort, Simon. Denn wir spielen heute ein Spiel, das nennt sich In Silence. Ist noch Early Access, aber es ist ein Spiel, das so ein bisschen wie heißt das andere Spiel? Dead by Daylight ist. Also Dead wir spielen Freitag, hier zu viert. Einer ist das Monster, drei sind die, die dem Monster entkommen müssen. Das Monster sieht schlecht und hört fast nichts, also ein bisschen wie der Simon. Ja, ich habe auch gar nicht. Wo ist der Unterschied? Habe ich mir gedacht beim Spielen. Ja. Und wenn man Geräusche auslöst auf der Map oder so, dann hört das Monster das und kann einen natürlich töten. Und diejenigen, die entkommen müssen, die müssen ein Auto reparieren und mit dem Auto entkommen. Das ist wirklich wie Freitag der 13. Und ihr könnt jetzt schon mal wetten, wer als Erster stirbt. Und wenn man gegrapscht wird, kann man eine Flashbang benutzen, um zu entkommen. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Ja, aber nur wenn man genug Batterie hat, egal. Ich würde es vorschlagen, wir spielen. Wir spielen sofort. Ich will nur ganz kurz mich schon mal entschuldigen. Ich bin sehr schreckhaft. Vielleicht weiß es der ein oder andere. Und das Spiel wimmelt von Jumpscares. Ja. Mhm. Und es ist. Das ist ständig irgendwas. Und ich möchte noch Kritik üben. Man kann bei diesem Spiel, auch wenn es Early Access ist, nicht die Steuerung ändern. Das heißt, ich muss mit WSAD spielen. Das ist sehr schwierig für mich. Ja, das verstehe ich. Verstehst du nicht? Ich will auch noch kurz was sagen. Wir können auch das Monster töten, wenn wir in die Waffenkammer kommen. Da müssen wir einen Code finden. Nur so. Ach du Scheiße. Und lustigerweise, ich habe auch gelesen, dass der Code manchmal in der Toilette zu finden ist. Was unfreiwillig komisch ist, weil es natürlich im Englischen den Witz nicht gibt, aber im Deutschen. Stimmt. Versteht ihr? Ja, aber es ist auch im Deutschen nicht lustig. Doch. Redest wieder über den HSV, oder? Warum, Chiara? Warum? Ja, gut, Chiara, genau. Okay, let's go. Okay. Wir wissen nicht, wer das Monster ist. Wir wissen nicht, wer das Monster ist. Ach so, und wir kommunizieren immer über In-Game-Chat, also über Voice-Chat, weil dann kann das Monster, wenn es in der Nähe ist, das hören, beziehungsweise es sieht auf der Karte des Monsters, das Monster hat so eine kleine Karte, sieht dann, wo gesprochen wird. Das ist eigentlich ein ganz cooles Feature, was nicht so leicht ist, hier im Game-Setting jetzt hier in der Gaming-Area umzusetzen. So, alle bereit? Okay. Los geht's. Yeah. Hey, Leute, hört einfach auf mich. Wer ist das Monster? Ich bin nicht das Monster. Wir haben eine Sache, die uns irritiert ist. Wer ist hier im Team? Hallo, wer ist hier? Ich bin mit im Team. Hallo? Hallo, ich bin bei den Gays. Simon ist das Monster. Simon ist der Schon. Geil. Hat einer von euch ein Radar? Nein. Ich hab eine Vogelscheuche. Ich hab wieder ein Radar. Also, das gibt's doch nicht. Schon wieder, du? Das ist echt komisch, weil Eddie hat ein Radar. Und Chiara und ich haben nie ein Radar. Was natürlich so als menschlicher Spieler, wenn man mal auf Eddie schaltet und dann auf mich oder Chiara, einfach ein riesen Vorteil ist. Auto auf dem Radar. Ich sehe die Waffe auf dem Radar. Das ist echt komisch. Sogar die Waffenkammer? Was hast denn du für Perks? Extra Schuss und Fallensteller. Okay, cool. Extra Schuss bringt ja nur was, wenn man auch vor die Waffenkammer geöffnet hat. Stimmt. Ist das das Camp? Wir nutzen die ganze Zeit den Talk-Button, ja.
Ja, hab ich gehofft, sag mir's mal so. Da was? Dann gewinnt automatisch das Monster. Das heißt. Ja. Oh oh, ich hör was. Ich hör dich. Ich hör dich. Langsam mal Sachen finden. Ja. Ich will gar nicht reden. Wer ist der Busch? Ich? Angegriffen. Ich sehe nichts. Was war das? Weihnachtsbaum. Ich habe ihn ausgepackt. Ich bin endlich weg hier.
Das ist interessant. Ich komme hier nicht weg, Mann. Hallo? Ist da jemand im Kellerchen? Ah. Scheiße. Guter alte Fernsehertrick, klappt immer wieder. Wann regnet's endlich? So, ihr Welt. Man muss dem hinterherlaufen. Ich weiß ja, wo das Auto ist. Ich hab ja Radar. Wie viele davon hast du? Wo kommst du denn her? Ihr labert zu viel. Simon ist abgelenkt. Ist er noch hier? Ich befürchte. Füll das Auto auf. Was? Ich habe Benzin. Ich fülle das Auto auf. Pack das. Wo kann ich denn hier einen Stein hinschmeißen? Das gibt's doch nicht, ey. Ja klar, jeder darf mal. Das Monster ist hier wirklich der Depp.
gleich tot. Wenn ich nicht gelacht hätte, hättest du mich nicht gesehen. Aber ich musste unbedingt lachen. Ja, ich nur noch nach deinem Lachen. Es ist aber auch... Ah, was ist jetzt? Oh Gott, so eine Bärenfalle oder was? Aber du hättest eh gleich gewonnen. Wegen aber der Zeit. Nicht schlecht. Erste Mal, dass ich in die Bärenfalle rein bin. Leute, ich bin übrigens eine Maus jetzt. Und jetzt habe ich auch ein Radar. Ich glaube, das ist ein Bug, dass Eddie ein Radar hat. Das ist ja total imbar mit so einem Radar, oder? Also er hilft natürlich, aber. Den Autoschlüssel habe ich trotzdem nicht. Simon, hast du gedacht, da ist ein Busch? Wie bitte? Dachtest du eigentlich, da ist ein Busch? Also, weil ich war als Busch ver... Na, also, ich war für einen Moment wirklich abgelenkt und dann habe ich aber halt gesehen, okay, das ist diese Verkleidung. Ja, aber du wärst ja nicht gestorben, wenn du B gedrückt hättest. B. Zu Beat. Chiara. Chiara, ich weiß nicht, wo Chiara ist. Machen? Das ist der Bunker mit der... Ah, jetzt weiß ich, wo du bist. Ich komm zu dir, ich bin die Maus. Ich führe dich, Chiara. Ich bin schon da. Das war's. Ja, aber wie soll man denn jemals diesen Autoschlüssel finden? Ja, man muss sich halt ein bisschen mehr trauen. Also, das ist halt das Ding, ne? Trauen? Trauen, den zu finden, oder was? Ja, also, wenn man halt die ganze Zeit croucht und sich versteckt. Hab ich nicht. Ja, ich glaube, wir haben die ganze Zeit das Monster angelockt, Nils, du und ich. Und jede konnte rumsuchen. Ich hatte auch noch zwei Autoteile, aber ich wusste nicht mehr, wo das Auto ist. Ich hatte Benzin, ich habe schon zwei Reifen ans Auto gemacht, aber ja, ich hatte auch noch einen Reifen. Autoschlüssel habe ich jetzt auch in den zwei Testmatches. Ich hatte die Batterie reingemacht, also fehlte noch ein Reifen und der Schlüssel. Hey, mein Problem mit dem Auto war beim Training, dass es immer weg war. Aber es war bei euch da, ihr habt es gefunden? Mhm. Okay, dann habe ich mich. Ja, aber das ist echt strange. Ja, du nicht mehr, okay. Aber du hast am Anfang gefunden. Wollen wir einmal Charaktere tauschen, Eddie, nur um zu checken, ob das mit dem Radar vielleicht an dem Charakter liegt? Ja, aber ich würde den Radar gern behalten. Ja, ich will einfach nur wissen, woran das liegt, weil das natürlich echt total mächtig ist. Dann mach mal einen anderen. Ich weiß, wie kann ich das denn jetzt? Ach, da. Mit den, genau. Ich glaube, mein Rechner ist gerade abgestürzt oder so. Ist bei euch schwarz? Nee. Bei mir ist abgestürzt. Nee. Der ganze Rechner oder? Nee, Tastatur leuchtet noch da. Ja, ich muss hier kurz nochmal neu machen. Ja, wir können ja eh kurz den Spot abfeuern, ja, machen, oder? Liebe Regie. Ja, dann machen wir oder das. Oder was? Dann. Wie seht ihr das? Oder ist er jetzt doch nicht ready? Ja, dann machen wir jetzt einen Spot, dann sind wir gleich zurück. Der Rechner. Ja, ja. Ja, jetzt mach doch. Ja. Ready for dinner. 1, 2, 3, 4. Ready for lunch. 1, 2, 3, 4.
Hallo Leute, herzlich willkommen zu Simon am Samstag. Oder ist es Samstag? Hey! So, zurück beim Dienstag. Technische Probleme sind behoben. Wir hatten keine technischen Probleme. Eure technischen Probleme. Eure technischen Probleme sind behoben. Was bringt ihr die auch mit in unseren Stream? Und wir machen jetzt einfach mal weiter. Jetzt mal gucken, wer jetzt das Monster wird. Es war, wir haben viel gelernt, glaube ich, oder? Ja. Nicht so viele Steine werfen. Ready machen. Ihr solltet nicht bitte versuchen, deine Corona-Hand aus meinem Tanzbereich lassen. Ihr solltet nicht versuchen, so klug zu sein. Also so diese Fallen schwer bauen und der ganze Kram. Das führt eher in den Untergang. Du bist ja vielleicht gar nicht mehr Monster. Okay, pass auf. Es geht los. Wer hört mich? Ich bin hier. Hallo? Jetzt weiß ich, woran das lag. Simon, bist du da? Ich höre dich leise, ja. Okay, dann ist Nils ist das Monster. Bitte? Was ist denn das für eine schwierige Art und Weise? Ah, siehst du, ich bin übrigens der Leiter. Da stand gerade Leiten und ich habe wieder den Kompass. Ah, okay. Ich soll euch leiten. Ja, also erstmal die Autoteile. Oh, hört ihr mich noch? Okay. Und nebenbei vielleicht nach Codes suchen. Wo findet man die Codes? Die sind an irgendwelchen Wänden, wahrscheinlich in den Häusern draufgeschrieben. Das hieß nur, an Wänden stehen die geschrieben. Hat man als Monster auch normales Rennen mitkriegt, der anderen? Ich war kein Monster. Weil ich habe nämlich auch, wenn jemand rannte, habe ich das nie gesehen. Okay, nicht gehört oder so? Na, also ich meine, es war, es hat nicht besonders, besonders aufmerksam ausgesehen oder so. Also man hat nicht irgendwie, ne? Das Monster ist da in der Hütte, in der Scheune. Ich hab doch erst, bin doch gerade erst mal, lass mich doch mal. Das gibt's doch nicht. Bist du? Papa, Papa, komm zu Papa! Ich war doch ein Busch! Boah, das, deswegen will ich mit Nils nie spielen. Also die Karte ist natürlich schon enorm hilfreich. Ja. Das muss man jetzt mal sagen. Ist aber schön, dass man immer als Maus rumlaufen kann. Thank you.
nach Batterien. Okay, cool. Oh Gott! Shit. Fuck off. Diese Dreckskürbisse. Sich gerade von diesem Kürbis erschreckt. Der Papa kommt! Macht ihm viel zu viel Spaß. Hallo! Ich bin auf der Suche nach. Du weißt, dass du deine Visuals klären kannst für einen kurzen Moment, ja? Mit E. Kleinen Pupsis. Ah, da habe ich Simon die Maus gehört. Ja, ich laufe dir jetzt hinterher. Jetzt laufe ich dir hinterher. Ich zerquetsche dich auch noch, du süßes kleines Ding. Kannst mich nicht töten, ich bin untötbar. Mäuse sind. Das ist ja ein Schwanz sogar. Hm. Ich laufe hinter ihm her und quieke. Also, wenn ihr quieken hört, wisst ihr, das Monster ist in der Nähe. Stand mit seinem Baum. Das funktioniert nicht, der Baum ist scheiße. Nee, der ist ja nicht schlecht. Lampen aus, Lampen aus! Knabber, knabber, Chiara, wo bist du? Komm zurück. Cool. Zu Papa. Ja.
Los, weiter. Okay, ich glaube, du weißt nicht, wo es hingeht. Okay, egal, ich such das Auto. Maus richtig helfen noch. Hallo. Seid ihr? Versteckt. Dürfte ich eigentlich helfen und euch sagen, wo zum Beispiel ein Reifen liegt? Ja, also, nee, du bist nur du, ja. Piep, 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 piep. Genau. Ja, wenn du einen Schlüssel findest, oh. Wie viele Kuscheltiere gibt's hier eigentlich auf dieser Scheiß-Map? Weil Bären fallen ja auch nichts bringen. Nur nie eine funktionieren gesehen. Keine Frage, Nils, aber diese Dashes benutzt du schon, oder? Dashes? Ja, ja. Du hast so einen mega schnellen Dash, ja, den benutzt Sprung du. Und eben die andere Geschichte. Ja. Reifen. Well. Ach, leg mich doch am Arsch. Das ist die Maus, ich hab's. Du kannst mich aber nicht töten. Du kannst mich nicht töten. Ich bin ein Nagetier. Wir sind Freunde. Den Spielern oder sind die Spieler die? Nee, ich bin tatsächlich dir hinterher. Ich lüge nicht, ich bin dir hinterhergelaufen. Und dann habe ich den Reifen gesucht.
Das mache ich immer, was auch immer ihr hier wieder in nervender Weise angestellt habt. Wo ist das? Ja, man muss eigentlich alles kaputt machen, was irgendwie Geräusche macht. Das irritiert sonst. Wo ist das? Ist oben, oder? Das nervt. Das macht mich ganz wahnsinnig. Ja, die kleine Maus läuft nach oben. Keine Ahnung, wo das ist. Oh, das ist echt schwer auch als Monster. Ja. Wo ist die Tür denn hier? Aber ich war hier schon, oder? Ja, hier war ich schon. Nur am Auto warten. Ja, aber das ist ja mega lame. Das mache ich nicht. Ah, 3, 2, 1. Ah, ich hatte dich doch noch. Wen bin ich da auf den Fersen gewesen? Wer von euch, wen hatte ich da gerade? Dich oder Chiara? Ja, du hattest mich. Was denn? Och Mensch, ich hab fast gefressen noch. Hattest du den Autoschlüssel, Chiara? Ich hatte 2 Autoschlüssel sogar. What? Ja. Wir haben 2 Schlüssel in einem Haus. Wie viele waren die in der Schublade oder was? Einer stand einfach lag einfach auf einem Regal und der andere auf einem Bett. Oh, okay. Glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich hatte die Batterie schon eingebaut und es hat nur noch einen Reifen und Treibstoff gefehlt. Ja, ich habe auch die ganze Zeit, weil Reifen liegen ja mitten auf der Straße herum. Ich bin da die ganze Zeit rumgelaufen und weiß nicht, wo der dritte Reifen war. Ja, es ist halt normalerweise ja 4-1, also 4-1 gespielt, da merkt man, dann Simon schnell gestorben, dann wird es schon echt schwer. Ja, es tut mir auch leid. Ich meine, ich bin wirklich, du hast mich gekriegt, dann habe ich die Flashbang genommen, bin abgehauen, dann habe ich mich hinterm Baum versteckt und du bist dann aber tatsächlich zu mir gekommen. Hast du mich eigentlich gesehen oder war es Zufall? Du hast mich sehr schnell zum zweiten und dritten Mal gefunden. Ich habe schon versucht, direkt zu gucken, wo du langläufst, in dem Maße, in dem es geht, aber das ist natürlich schon auch ein bisschen. Es ist Glück, ne? Sobald die Kreatur geblendet ist. Also manchmal konnte ich auch jemandem hinterherlaufen, aber es ist meistens schwer. Ja, es war halt doof. Mich hat's auch tierisch geärgert. Ich wäre gern länger dabei geblieben. Aber schön, so schönes Spiel. Ja, ich dachte auch, du möchtest, dass ich dir folge, Simon, weil du mich so angequiekt hast. Und dachte ich, okay, du weißt, wo ich hin muss. Ja, an unserer Kommunikation müssen wir da noch arbeiten. Ich wollte einfach nur Hallo sagen. Aber wir können auch in Zukunft quasi, kann ich so die Vorhut sein. Und immer. Ja, ganz gut. Ja, genau. Du kannst ja das Monster ablenken mit deinem Gequietsche. So, darf ich jetzt Monster sein? Ja, Zufall, oder? Ja, aber wieso? Zufall. Wir könnten ja einfach ausstellen, dass ihr ein Monster seid, dann bin ich's. Ist so? Ja, kann ich das ausstellen? Ja, können wir auch machen. Gut. Ja, aber du musst rot sein, Eddie. Ja. Geil. Ah, jetzt ist Eddie rot, ja? Okay, jetzt jage ich euch, ja? Gut. Okay. Und dann ist Chiara dran gegen uns drei. Also, jetzt gewinnen wir. Chiara, Nils. Okay, Mann. Lass uns den Ede mal richtig schön vorführen. So, jetzt fresse ich euch auf. Da muss ich mich nicht dauernd erschrecken, nämlich. Okay, Leute. Okay. Ich habe eine Vogelscheuche. Was ist denn eine Saphirlinse? Wer hat das Radar von euch? Ich kann das auch. Ich habe das Radar. Ich habe das Radar. Sehr gut. Okay. Wir teilen uns auf und suchen schnell. Ja, okay. Ja, lass mal jetzt gerade am Anfang vielleicht ein bisschen gucken, dass wir. Ich sehe euch nicht. Ja, dann komm mit. Sehe ich gar nicht. Ah! Ja, die Lampen sieht das Monster auf. Ja. Behalte die Straßen rein. Benutzt ihr bitte den Voice-Chat? Wo war denn das Auto? Exakt. Und schon ist das Auto weg. Ja, irgendwo links, oder? Shit. Warte mal, das ist doch der Busch, wo ich meinte, da ist ein Reifen, glaube ich.
Nee, ich höre nur Chiara. Moment. Was? Also. Ah, hier, 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 hier ist das Auto. Ja, hab dich gesehen. Ist da gerade eine Flashbang gewesen? Das war ich aus Versehen. Ach so, okay. So, jetzt. Ich kann, wie gesagt, schneller, aber ich weiß ja nicht wie. Ach so. Ja, hab schon dran gemacht. Oh, jetzt müssen wir in Gebäude. In ein Haus rein. Was? Ja, komm mir nach. Okay. Geht er in den Regen rein? Aber wollen wir nicht drin warten? Aber warum? Weil bei Regen wären wir besser gesehen. Also einen Reifen habe ich. Er ist nicht mehr im Haus, er ist jetzt draußen. Ja, hab's gesehen, ja. Er hat uns gehört und kommt wieder rein. Bist du an mir vorbeigekommen? Geht doch gar nicht, ich stehe doch mitten in der Tür.
Hey, Chiara, du bist hier, oder? Ich bin da. Ist das Auto hier auch? Ja, das Auto ist, wenn du an der Mauer entlang gehst, links. Alter, hört ihr mich? Ey, aber jetzt geht nicht hin zum Auto, weil der wird ganz sicher jetzt auch hingehen, der Ede. Okay. Ja, Nils, sie haben dich gehört. Den Reifen habe ich angebracht. Ich habe den Schlüssel. Hingefüllt. Ja, dann haben wir doch alles. Ja, lass hin. Aber Ede weiß doch jetzt, dass wir zum Auto wollen. Der sitzt doch im selben Raum wie wir. So, wo ist das Auto? Okay, das ist irgendwo da hinten. Wir brauchen das Auto. Hallo. Hallo. Mucks gebe ich von mir. Oh, oh, ich höre ihn. Bin er? Wahrscheinlich schon. Komm schon. Nicht Nils gemeint, der hat den Schlüssel?
Okay, mal schauen, vielleicht finde ich ja einen. Shit. Ich hab ihn. Ich habe den Reifen. Komm, schnell, beeilt euch. Ja, bin da. Stimmt, ein Reifen, okay. Ich opfer mich. Sie haben noch eine Minute. Komm zum Auto. Fuck you, Eli! Losfahren, das ist einfach lächerlich. Ah. Ich halte das Auto nicht. Ein Reifen! Nein, ein Reifen! Ich hatte ihn sogar schon. Das war geil. Ich hab dich wirklich nur wegen dem Voice-Chat gehört. Ja, weil ich hab auch gemerkt, fuck, jetzt hast du es auch noch gesagt, das hört er doch. Ich hab's auch nur mit V gesprochen. Ja, ich hätte dich nicht gesehen, wenn du nicht gesprochen hättest wahrscheinlich. Ich rede und in dem Moment drehst du dich so zu mir. Ja, aber ich finde es gar nicht so einfach als Monster, muss ich sagen. Habe ich mir leichter vorgestellt. Ja. Ihr habt das gut gemacht, also kaum Flaschenlicht. Hier, Flashlight. Ja, wir haben auch, glaube ich, von Runde zu Runde sind wir vorsichtiger geworden. Und ich habe eigentlich 10 Minuten lang das Auto gesucht und nicht gefunden. Ja, das ist nicht so einfach. Komplett orientierungslos. Ein paar Mal hatte ich euch und dann mit der Flashbang und dann wart ihr weg. Also das Auto scheint immer an dieser roten Wand zu stehen. Aber immer woanders, habe ich das Gefühl, oder? War das? Ja, hoffentlich. Aber ist nicht überall eine rote Wand? Ist das nicht die Map-Eingrenzung? Ja, es ist so die Levelbegrenzung, das stimmt. Aber ich glaube, es hat nur eine Seite, hat diese rote Wand. Weiß es nicht. Gut, dann ist jetzt Chiara dran. Wir machen aber vorher eine klitzekleine Pause. Und wenn wir zurück sind, darf Chiara das Monster sein. Oh yeah. Das wird hart. Bis gleich. Der Dienstag am Dienstag. Zufall? Nein, das haben wir extra so genannt. Den Dienstag. Ja. Ja, jetzt ist es raus. Jetzt ist wieder raus. Was, wahrscheinlich ist da noch nie einer drauf. Ausgerutscht, aus Versehen. Ups. Chiara ist jetzt Monster. Ja. Aber ja. Warte mal, jetzt sitzen ja dann alle, wir sitzen ja jetzt alle hier in einem Raum. Ja. Wir müssen fair sein und trotzdem V drücken, wenn wir miteinander reden, damit Chiara das hören kann. Ich schaue mir danach das VOD an und wenn ihr das nicht getan habt. Ich habe eine Kamera extra über der V-Taste angebracht. Die sogenannte V-Cam. Die ganzen Streamer. Also, die ganzen ich kann auch für den Simon bürgen, dass er tatsächlich wirklich sich dran hält, weil sonst hättet ihr gerade wahrscheinlich nicht so verloren. Ja, das stimmt. Das stimmt. Simon ist ein sehr fairer Spieler. Aber aus Versehen. Dumm, er ist aus Versehen fair. Er, sein Mindset ist nicht fair, aber seine Finger. Aus Versehen. Accidentally fair play. Ja. Accidentally so. Fair. Los geht's, Chiara. Clear. Okay, und Jungs, lasst sie uns richtig fertig machen. Ah, lasst sie uns richtig fertig machen. Wir fahren jetzt dieses Auto sowas von weg. Ich habe keinen Kompass mehr. Ich okay, das wird jetzt erst entschieden. Ach so. Hochleistungsbatterie und Saphirlinse sind die Schelts.
Der Flashbang-Effekt ihrer Taschenlampe hält länger an. Taschenlampe speichert mehr. Ich bin der Leiter. Okay. Felix Leiter. Ich gehe, folgt mir. Ich folge dir. Okay, was ist der Plan? Sollen wir uns aufteilen? Ja, ich würde sagen, okay. Einer, ich gehe ganz weit weg. Lang. Ja, okay, dann bleib ich. Oh, da ist er schon, ne? Ich sehe ihn schon. Achtung, aufhören zu reden. Hallo? Okay, wir gehen zum Haus. Ich bin gerade. Ich höre dich gar nicht, Ede. Also ich höre dich hier gar nicht. Ja, komm schon. Und ey, Chiara, was ist das für ein Witz jetzt? Ich habe schon beide Flashbangs sind schon weg. Okay, jetzt bin ich orientierungslos. Oh. Weiß jemand, wie man diese Vogelscheuchen platziert? Leise zu sein und dann kommst du wieder um die Ecke geschossen. Alter, Eddie, du bist ja einfach so ein Trampeltier! Jetzt durchsuch du das Haus hier. Geh weg. Nutzen, um wegzurennen wahrscheinlich. Vögel. Habt ihr schon mal diese... Ich müsste es eigentlich zerstören. Egal, ich merke mir. Hier ist ein Busch.
muss mal das Ding hier kaputt machen. Okay, Leute, aus dem Haus. Ach, ich muss das zerstören, das ist sonst die ganze Zeit auf dem Radar, super nervig. Weil sie sind immer noch hier irgendwo. Macht auf jeden Fall den Radar, die Fernseher und alles an, das nervt echt tierisch. Bin übrigens beim Auto mit... Noch wer? Was brauchen die denn noch? Ein Reifen. Zwei Reifen. Okay, geil. Kann ich eigentlich auch schleichen? Ich hab einen. Folgt mir, folgt mir. Nicht reden. Ich mach das voll gerne, um den Angst zu machen. Du musst den Shit jetzt mal zum Auto bringen. Okay. An der roten Mauer. Wahrscheinlich ist Simon wieder hier irgendwo.
Die wollen mich weglocken. Die sind hier irgendwo in der Ecke. Ich weiß es. Alter, was ist denn mit der Steuerung? Marco. Ja? Bolo? Kann er von hier? Zwei Reifen. Wie viel? Die nehmen alle Reifen. Haben die eine Batterie? Nee. Okay. Das ist auch ein bisschen lame, dass sie die ganze Zeit das Auto abkämmt. Oder? Also ist scheiße. Ein Item. Eine Sache fehlt immer. Autobatterie, oder? Hat bei euch noch gefehlt? Ja. 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 Ey, ich bin extra immer weit weggegangen, weil ich in ein anderes Haus wollte und ich bin dreimal ins gleiche Haus gelaufen. Es war aber lustig, diesmal, also ich habe gerne so ein Radio angemacht oder irgendwas angemacht und dann versteckt und geguckt, wann das Monster kommt und dann in die andere Richtung. Das hat relativ gut, weil du kannst ja nichts anderes als dahin laufen. So. Aber warum hast du es nicht kaputt gemacht, Chiara? Ja, ich hab's danach kaputt gemacht, weil ich gemerkt habe, es nervt mich ultra. Ich dachte, ich kann damit leben, aber nein. Das war super nervig. Sehr aber ich finde, ehrlich gesagt, braucht doch der Böse das Monster mal nur eigentlich am Auto stehen. Ja, aber ist ja, ist schon ich, alles verloren. Was willst du denn noch machen? Ja, das ist, habe ich mich auch gerade gefragt. Also, weil ich war ja gerade mit Chiara zwei Minuten am Auto zugange, siehst du, die ganze Zeit an mir vorbeigelaufen. Und ich konnte ja nicht, also du hast mich ja auch zweimal erwischt, weil ich bin natürlich beim Auto geblieben, weil was war so. Die Zeit kickte runter. Das ist ein bisschen unlogisch, dass es nur ein
Fluchtweg gibt. Es müsste noch einen geben, damit Chiara nicht einfach den einzigen, weil am Monsterstelle würde ich mir halt dann ein Picknick hinstellen, einfach war ja gut. Ja, man kann diese Kombination suchen für die Waffen, für den Waffencontainer. Hätte man machen können, das stimmt. Ja, aber das die Zeit aber war dann noch nie eine Kombination gesehen. Nee. Den Container ja. Ich habe ja, mal einen schon. Ja, aber nicht. Den Container schon. Die aber nicht. Den Code habe ich auch noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Ist das ein Zettel, den man irgendwo in einem Schrank findet oder wie muss ich mir das vorstellen? Weißt du auch nicht? Ich habe nur gelesen, das steht auf einer Wand geschrieben. Auf einer Wand? Also es steht eine Zahl und dann musst du die zusammenfügen. Und jedes Mal, wenn du das falsche eintippst, dann gibt es ein lautes Geräusch. Ich glaube, das ist wie bei einem Handy-Pin, wenn du zu oft falsch geraten hast, dann ist das für immer zu. Okay. Ich habe kein Handy, ich habe davon noch nie gehört. Interessant, die Waffen würde ich schon gerne noch mal sehen. Ja. Ja, kann man dann das Ding töten? Ja, ja, du musst dann auf die Zunge schießen des Monsters und dann stirbt es. Auf die Zunge? Ah. Ja. Das ist auch meine Wundezone. Die Zunge? Beides. Beides. Ja, ihr Lieben, also Linguist. Machen wir jetzt noch eine Runde oder machen wir jetzt Feierabend? Wie ist eigentlich das? Naja, also eine letzte Runde, wo man noch mal versucht, die Waffen zu holen, fände ich geil. Gut, dann machen wir jetzt alle auf Random. Also, oder alle machen auf Rot, damit quasi Zufall ist. Und dann machen wir noch eine Runde. Okay, Leute, let's go, go, go. So, Eddie Simon. Start. Oh, ist das spannend. Niemand weiß jetzt schon, wer es sein wird. Aber Chiara war so schnell bei uns gerade auch. Ich auch. Sprich mal, sag das doch im Voice-Chat. Sag mal. Chiara? Hallo, Chiara? Hallo? Ja, sie ist Monster. Die kommt schnell, die weiß, wo alles ist. Ne? Let's go, aufsplitten und dann zum Auto. Ich gehe ganz weit weg. Wieder ein Autoreifen hier. Okay, das muss ich mir mal merken, wenn ich mal wieder Mensch bin. Ich sehe einen. Nein! Oh. Hey, wer war das? Soll ich den nicht schon... Manchmal bleibt man so.
Oh, ich steck fest. Ah! Okay. Oh nein. Ah! Mann! Klar, jetzt leck mich doch mal am Arsch, Mensch! Mann, ey! Das macht mich fertig, das Spiel. Ich bin tot. Okay, jetzt sehe ich auch. Jetzt müsste ich eigentlich Häuser besuchen. Schau mal, wie weit die sind. Machen die hier überhaupt noch was oder suchen die echt nur Codes? Okay, die haben hier gar nichts da. Haus. Achtet auf Mausgeräusche. Sie führen euch wohin? Hallo, hallo, hier ist eine Maus. Hört ihr mich? Maus, Maus. Folgt der Maus und ihr findet die Reifen. Ich bin eine kleine Maus. Er ist bei der Höhe. Hier, hier, hier. Hört ihr die Maus? Mann, warum hab ich geredet? Bist du so schnell dahin gekommen? Hört ihr die Maus? Hier ist eine Maus. Hier, Maus, komm her, komm her, komm her. Ja. Da ist noch ein Reifen. Führ mich zum Auto los, ich hab schon zwei Reifen, die kann ich mir tragen. Okay. Das ist doch unfair. Der macht das die ganze Zeit. Es fehlen noch Räder. Machen wir ja gar keinen Lärm. Das kann bedeuten, dass ich in der Nähe bin. Ich komme nicht über den Zaun gesprungen. Wo bist du? Wo bist du? Das kann doch nicht dein Ernst sein, sag mal. Warum siehst du mich die ganze Zeit? Ah. Nein, ist er echt entkommen?
Ich sehe das Auto nicht mehr auf dem Radar. Ist aber noch da. Ich sehe es bei mir. Auch die ganze Zeit gesehen, jetzt sehe ich es nicht mehr. Gutes Rad ist teuer. Ich glaube, nur noch Nils lebt. Wie sah denn Nils aus? Auto. Ist nur noch Nils da, oder? Ja. Ist komisch, dass die Maus nicht unter das Auto laufen kann. Aber schau mal, ob du irgendwo den das Passwort findest. So. Oh, ja. Wieder Richtung Haus? Ich bin doch hier schon 5-mal gewesen. Vielleicht ist auf irgendeine Falle getreten oder so. Alter! Jetzt nerven mich die Mäuse. Ich will. Ich geh mal hier hin. Beiden Sachen zeigen, Edo oder mich. Nicht Nils. Ich glaube, die Regie hört nicht zu. Da, genau, das ist mein abgerissener Körper. Da sieht man den alten Stumpen noch. Und jetzt zeigt mal Ede, der hat nämlich was sehr Spannendes. Da, hier, der Hinweis.
in den Häusern die Wände wirklich angucken. Weil da müsste ja in der Scheune auch was sein. Genau vier. Ich wollte dich noch. Ja, es war knapp. Also ja, knapp, dass du Nils also, auch erwischt hast. Das war natürlich dadurch, dass die beiden tot waren, schwierig. Ich hatte jetzt noch den Reifen, das war der letzte Reifen, der fehlte, und den Schlüssel. Und den hatte Simon und der ist gestorben. Und ich weiß, ich glaube, man kann die Leiche nicht looten. Das war nämlich auch ein. Ich habe mich das zwischendurch die ganze Zeit gefragt, ja, ob es da mehrere Schlüssel gibt oder ob ihr jetzt tot seid, weil ich tot bin. Die Leiche lag da, aber ob mehrere. Du die looten konntest? Ja. Es gibt mehrere. Gegenstände gibt's häufiger. Ja, ich hatte ja einmal zwei Autoschlüssel gefunden in einem Haus. Ja, stimmt. Ich hatte auch schon häufiger Sprit und so. Ja, der Ede hat dafür immerhin eine von den Zahlen gefunden. Das war auch sehr interessant. Ich vermute, die sind immer in den Häusern, weil es genau vier Gebäude sind. Vier Zahlen oder ja, drei? Wie viel brauchen? Sogar auch gar nicht so gut verstecken. Muss einfach nur darauf achten, dass sie an den Wänden da hängen. Also ich weiß nicht, ob alle so aussehen. Wen habe ich denn im Haus überrascht? Uns beide, Simon und mich. Also mich hast du in der Scheune, ich war so schön in meinem Weihnachtsbaum so verkleidet, aber in der Scheune. Ne? War mir bewusst, ich habe die ganze Zeit, du bist so vor mir rumgelaufen und wolltest hoch. Und ich dachte, ja, wenn sie hochgeht, dann hau ich ab. Und dann stattdessen drehst du dich rum und guckst mich an. Es war irgendwie lustig, ist echt lustig. Man kann ja leider nicht so viel reden, ne? Ja. Weil man muss immer die Klappe halten. Deswegen ist das jetzt vom Entertainment-Faktor natürlich jetzt nicht irgendwie eine riesige Bombe. Das ist spannend. Es lebt von der Spannung. Aber man muss wirklich die Klappe halten. Weil sobald man das deswegen habe ich auch die ganze Zeit als Eddie immer, ich kann ja nicht antworten, ne, wenn du mich als Maus antextest. Ja, so. Naja, aber das erzählt dann ja. Aber das war schade, weil wir hatten schon. Aber das schon war cool, oder? Die Maus hat dich zum Reifen geführt. Ja, die, ne? Genau. Ich hatte zwei Reifen gefunden und bin die ganze Zeit gehüpft und hab gequiekt. Ja. Du warst der Mauszeiger. War der, genau. Ja, Leute, das war In Silence. Da ist auf jeden Fall Potenzial, finde ich. Es ist noch nicht ganz fertig. Da kann man noch ein bisschen mehr Features, kann man noch ein bisschen mehr Abwechslung. Ja. Andere Maps und so. Aber ich sehe da durchaus Potenzial. Hat schon jetzt zwei Stunden Spaß gemacht, würde ich sagen. Ja, ähnelt natürlich wirklich sehr. Day of Daylight. Nee, heißt das? Dead by Daylight. Aber ich finde es besser als Dead by Daylight. Ich finde irgendwie auch dieses Jason versus Friday the 13th. Das fand ich auch ganz gut. Ja. Also, ich finde die beiden eigentlich ganz cool. Ja. Ja, das war's mit dem Beanstalk für heute. Vielen Dank, Chiara, fürs Mitmachen. Ja. Gerne. Und ja, das war's für heute. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommt in den Supporters Club, abonniert den Kanal und so weiter. Ihr kennt das alles. Wir sind erstmal raus für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.